Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel Wolf und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. In der letzten Folge haben wir Cinderellis Welt, das ist nicht Cinderellis Welt, Cinderellis Welt abgeschlossen. Und ja, jetzt machen wir uns auf ins verwunschene Reich. Was Dornröschen ist, oder? Ja. Ja. Diese Welt besuchen. Wuff. Wenn die Filme gesehen hätte, würde er es wahrscheinlich sofort einleuchten und so, aber ich. Ja. Hab sie nicht gesehen, glaube ich. Aber ich weiß natürlich immer, um was es geht und so. Irgendwas, was euch der Part gefällt, könnt ihr mal ein Like, ein Kommentar, ein Abo oder sonst was hinterlassen. Das wäre sehr optimal von euch. Und sie ist schon am Schlafen. Stop! You get away from her! What? Geht das schon wieder los? I'm sorry. It's just, I've never seen anyone so beautiful. Who are you? I'm Ventus. But you can call me Ven. Oh, you don't seem bad, dear. I'm certain you have a pure heart, just like our precious Aurora. Can you tell me why she's sleeping? Ich wusste zum Beispiel früher nicht, dass sie so hieß. Now she's stolen her heart. Well then, why don't I go get it back for her? That's impossible, dear. Maleficent's home is at the Forbidden Mountain. It's not safe. I'm not afraid. We can't just leave Aurora like this. I can help. You gotta believe me. Come on, let's go get her heart. You know, you're absolutely right. The Forbidden Mountain is through the forest. Come along, follow us. After all, we wouldn't want you to get lost. Und so hat die Story sich schon Enchanted Dominion, das verwunschene Reich. Ich wusste früher nicht, dass die Aurora ist, zum Beispiel. Das ist auch neu für mich. Bis ich dieses Spiel gespielt habe. Aber ich weiß, was es geht, ja. Malefiz wurde nicht zum Geburtstag eingeladen. Hat Dornröschen verflucht. Muss auf ewig schlafen. Da kommt der große, schöne Prinz, küsst sie. Und dann ist alles wieder okay. Warten wir hier alles. Ich kann mal anfangen, die ersten Dinger hier zu fusionieren. Weil ich schon ein paar Sachen hier voll ab. Schwerwurf und Sturmlauf zum Beispiel. Und dann nehmen wir, weiß ich nicht. Die Fähigkeiten, die Anzahl der LP-Kugeln, Fähigkeiten, die LP betrifft, wie zum Beispiel steigende Maximum LP. Weiß nicht. Nehmen wir das hier. Dann tun wir Rachewurf lernen mit Heilkunde, was nicht schlecht ist. Da können wir Feuer und Schwert fallen. Obwohl, ich kann das gar nicht. Ach, Wurf, da muss ich aber ausrüsten, dann um das zu lernen. Und zwar Heilkunde. So lernen wir nämlich neue Fertigkeiten, indem wir die Sachen fusionieren. Und Heilkunde ist die Regenerationswirkung deiner Heilitem steigt an. Das war ja natürlich wieder geil. Gut, weiter. Aber mehr Sachen lernen. Dann wird das schon was. Also mehr Fähigkeiten bekommen. Leveln und so. Irgendwann geht der Druckzug. Muss halt nur wissen, was für Gegenstände man fusionieren muss und so. Ja, warte mal, die Betäubungsfinge sehen, die geht so. Betäubt Gegner. Und Diamantenstaub ist auch ein neuer Stil, glaube ich. Ja. Wenn sich Eisangriffe einsetzen, wenn ich Eisangriff einsetze, dann aktiviert die sich. Mit euch will ich mich eigentlich gar nicht rumschlagen. Ja, ihr gibt nur eine Erfahrung und das ist irgendwie voll Zeitverschwendung. Also ja, ich weiß schon, warum ich die Gegner am Anfang aus dem Weg gegangen bin. Die Gegner halten viel zu viel aus, geben aber nur einen Erfahrungspunkt, dann ist mir ein bisschen zu doof. Hier war, glaube ich, nichts. Okay.
Und rollen tue ich einfach nur, damit dann schneller gehen. Ich hatte euch wundert, warum ich die ganze Zeit hier rolle. Das ist wie halt Fliegen in Kingdom Hearts 2. Aber damit das schneller geht. So. Nix, okay. Ob die Welt ist ein bisschen länger. So, du bist neu, komm her. Schon nicht nur, aber nur dich kaputt. Das wird schon ein bisschen mehr gegeben. Die geben nur einen Erfahrungspunkt als mir zu beobachten. Hier gibt mehr. Feuersalbe Stufe 3. Ein bisschen aufleveln muss ich ja halt, ne? Oder dir schwer. Voll gezielt auf Dino gezielt. Eine wurde ganz angegriffen, Mann. Was für ein Zitat ist? Der Diamantstaub. Da sind wir wieder ein paar Sachen auf Stufe 3. Vita. Aber Vita nehme ich nicht raus. Hallo. Ja, hört Truhe. Jetzt mal die ganzen Befehle, so wie sie jetzt sind. Jetzt sehr oft durcheinander gewechselt mit den Befehlen. Ausrüsten. Also aber erst wieder zu Karte, oder? Ah. Oh, ein neuer Abschluss angefangen, also was tut man halt freischalten, indem man ein paar Befehle und so hier einsetzt, performen. Der Mann ist auf, ne? Nein, was ich da immer aussage, ne? Wie macht der halt bloß? Und ich versuche wieder eine Welt in einem Part zu machen, ne? Damit ihr jetzt wisst. So kann unterschiedlich lang sein, jeder Part. Ja. Weißt du was, gegen euch will ich gar nicht kämpfen. Da wird sie nervig. Diese blöden Vögel, die erreicht man irgendwie nie. Danke, gestiegen, ausgezeichnet. Ah, mach wohl. Doch mal ein paar neue Angriffe hier einpacken. Bist du weg von mir, verdammt. Ah, ist er davon. Ja, komm mal, bevor sie um ins geht. Nein, Vita nicht. Ich sollte vielleicht nicht Sachen hier rausnehmen, die ich drin habe, so wie das hier. Feuer kann raus und Täubungsdinge. Dadurch kann ich Feuerschlag einsetzen und die Nachladezeit aller Kommandos verkürzt. Nehmen wir das hier. Feuerschlag, Blitzableiter. Warum Blitzableiter? Doch Feuer, ja mein Gott. Blitzableiter, du glaube ich Blitzschaden reduzieren, ne? Erscheint die Resistenz zusätzlich. Das steht sogar glaube ich irgendwo. 20%, das ist nicht wenig. So fast so viel aushalten, ne?
Ja, schnell hier hin. Und noch mehr Gegner auftauchen. Looks like we're stuck. This must be Maleficent's doing. I know. Ich weiß, machen wir das einfach weg. Ich habe eine Idee. Komm, wir machen es einfach weg. Shall we? Yep. Also, warum haben wir denn hier so gestanden, als wäre irgendwie eine Bedrohung? Und was machen wir jetzt? Ach ja, warte. Komm, wir besiegen den Feind. Aber warum? Ach halt, warte. Ich bin ja stärker. Ey. Also das wird One Punch Man irgendwie vor Malefiz stehen und sich denken so, was mache ich jetzt? Und dann sich erinnern, ach ja, warte mal, ich bin ja stärker, ich bin ja viel stärker. Okay, keine Gegner. Gut. Oh man, Disney-Filme immer so geile Schlüsse. Warum gibt es in Disney-Filmen immer so geile Schlüsse? Ihr gibt, glaube ich, gar keine Erfahrungspunkte, oder? Doch. Wer macht Schaden, die blöde Bergkraft? Oh, 84. Ja, fahren. Ich kann die Nachladezeit von meinem Beat haben, ein bisschen schneller erhöht. Schwerpunkt, ach, ein Multifokus-Ding. Da fällt mir gerade ein. Das hat sich das Ding leider abgestellt. Muss schon sagen, langsam ist das, glaube ich, auf Maximum, ne? Dann sollte ich mal langsam ein neues hier parat haben. Wuff! Wuff! Ganz schön stark, die Angriffe. Kann man das hier einsetzen, ne? Cinderella. Bin ich auch immer. Ich vergesse mal, dass ich die drin habe. Da brauche ich. Den Heilung. Ich glaube, ihr hinterlasst ja gar keine Sachen, ne? Doch. Vita, haha. Da oben komme ich nicht ran. Interessantes Bild. Blöde. Derp. Careful, they are Maleficents. Well, ach, they ain't guarding nothing. Tension. No sleeping on the job. Aber wirklich, mein D-Link ist jetzt nicht schon wieder weg. Besiege die zwei Ultra-Bosse, ja. Derp. Durch ist das jetzt wieder weg. Boah. Da kann ich mich ganz erinnern im Spiel. What? Abwehr gestiegen, ausgezeichnet. Der lässt auch keinen D-Link, merke ich gerade.
Hilfe! Ich glaube, wir kommen unendlich wieder, ne? Oder muss ich hier verlieren? Das weiß ich gar nicht. Au. Die ganzen Schießtypen hier. Oh, was? Ich habe noch nicht Trotzkopf und also was? Noch nicht. Muss ich so eben kaputt hauen? Oh, okay. Ah, haben wir das geschafft? Einfach nur Totenzerstörung hier anrichte. Okay. Oh, hallo. Ja, Tränke, die werden jetzt nicht mehr so notwendig sein. Außer später einmal. Ja. Den Link wieder vollkommen verschwendet. Aha. Will ich ja nie hochgelevelt kriegen. Ach, das Teil, ja. Bloß nicht, wie das hier nochmal geht. Ah, Diamantenstaub. Au, au, au. What? Nein. Warum ein neues Abschlusskommando lässt sich erlernen, wenn ich Münzen sammeln, ne? Taler. Wir schon wieder am Anfang. Nee, nee. Nee. Uff. Stirbt. Ihr seid keine Unversehrten oder irgendwie so, also werdet ihr echt sterben. Verbreiten der Asche meines Feuers. Was? Das geht nicht. Leider schon wieder eine Truhe, die man mit Sturmlauf erreichen könnte, aber was war das? Bock extra Sturmlauf nochmal. Aber ich will mal neue Angriffe wieder herstellen, glaube ich. Ja, wir haben Eis, wir haben Aero. Ich tue nicht alle Sachen hier verballern. Eisra. Ah, nee, ich bekomme ja sowieso immer einen. Schaden bestimmte Angriffe erhöhen. Also ja, das wollte ich, glaube ich. Combo Meister. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. So, Eisra und Blitz. Zeig mal. Ah, der letzte Schlag, das Combo steigt an. Ja, sehr gut. Ich noch sehr viel normal angreife. Man kann schon so echt vernichtende Angriffe auf die Gegner loslassen im Spiel. Oh. Vita hat noch eine lange Aufladezeit. Das stört mich so ein bisschen. Was? Seid anfällig gegen Blitze, okay. Das geht auch nicht mehr. Und jetzt sagt das, was zum? Was? Wo ist denn dann lang? Da unten oder was? Noch an, wenn man dadurch kaputt gehen könnte, das wäre gut. Ja, ich bleib dabei.
Opat eine Welt. Pass auf, Blitze kommen von oben. Boah. Boah. Hat die ja gestiegen? Was ist das? Kann auch sein, kann auch hier richtig sein, oder? Hätte ja sonst auch immer mit einem Schlag kaputt gehauen. Hier ist nichts weiter. Woher willst du das wissen? Du weißt noch nicht. Warst du noch nicht da drin? Der ist allwissend. Da lang, oder? Nee, warte. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Wo muss ich denn jetzt hin? Gibt es da noch einen Weg oder was? Die armen Schweine. Das muss ja aber richtig sein, oder? Das ist der Kart. Ha. Ja, schon wieder Sackgasse, was? Boah. Nicht nach hier richtig. Wo muss ich denn da? Warte mal, wie komme ich denn da nochmal? Hä? Wie komme ich denn da jetzt zurück? Warte mal, ich komme gar nicht hier zurück. Was? Wo muss ich denn hier lang? Ich will irgendwann übersehen? Ja, einen Moment mal. Bin ich nicht gerade woanders gelandet? Was zum? Für mich hat es keinen Sinn gemacht. Ja, wir sind da. Muss immer mit den Schlüsselschwert rumspielen, wenn du irgendwas machst. That should do it. Vielleicht. Was ist das? Don't you remember? We've met before. We have. Why, of course, you said so yourself, once upon a dream. Ist überhaupt nicht creepy, jemand das sagen würde. You, outside of my dreams, that is. Who are you? What's your name? Oh, my name. Why, it's... Oh. Oh no, I can't. Goodbye. I must see you. I don't know. Maybe someday. When? Tomorrow? Oh no. This evening. At the cottage in the glen. Ich kenne die Story nicht so genau von Dornröschen, deswegen weiß ich jetzt nicht, was das sollte. What was that? Aurora's memory. She must have gotten her heart back. So her dream came true? Yes, not long ago. Dreams are very strong beliefs. Aurora's led her to her true love.
I see you hold strong beliefs too, don't you, dear? Yep. You also have a strong light. All right, hurry. We can't stay here. Also muss ich mich wieder durchs Labyrinth hier. Aber ich glaube, wir kommen jetzt einfach so zurück, ne? Haha! Someone has released Aurora's heart. Tell me, child, was it you, Maleficent? Only because you stole it in the first place. A keyblade? You must be Ventus. Huh? How do you know about me and the keyblade? My powers ensure I'd know of the key to bringing me hearts. Terra gave me a demonstration. Terra? He was here? Why, yes. In fact, it was he who stole Princess Aurora's heart. That's a lie! I was asked to leave you unharmed, but it seems I have no choice. Oh man. Kämpfe immer eiskalt gegen den Hauptbösewicht aus dem ersten Teil, mehr oder weniger aus der ersten Hälfte, und einen sehr unbedeutenden Bösewicht im zweiten Teil. Wir siegen mal für zusammen mit den Feen, kein Ding. Habe ich irgendwo eine Truhe gesehen oder was? Wie war das nochmal? Aber das war sehr doof. Oh. Jetzt fehlt sie bei 1, okay. Ich will vollkommen zerstören, ey. Okay, mal meinen Boss im zweiten Teil aus, ne? Na runter. Weil sie hat sich in eine Galaxie verwandelt. Könnt ihr das noch mal machen? Nee. Wenn du nicht, wenn ich nicht erreichen kann, dann schieße ich die eben ab. Ja. Da oben hin. Wo auf dich immer ein Latz verwandeln. Kann ich dich treffen? Geht so kleine Reichweite. Lass mal an einen Ort bleiben. Warte, wo auch jetzt hingeht. Treffe ich dich überhaupt? Die Dinger gehen auf dich los, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die treffen mich. Mein Gott, das sieht ja gar nichts ab. Was ist das? Boah, jetzt hat sie sich schon wieder allein verwandelt. Okay, Feen wollen mir helfen, wie machen die jetzt? Weiß, vorhin konnte ich da drücken. Wäre ja beinahe feigt. Geil. Oh mein Gott, bleib hier. B.
Die Bitch Slap. Bams, abgelehnt. Glaube ich, war ein paar Mal kurz davor zu sterben, aber was soll's. Oh, das war schon heftiger, der Kampf. Okay. There's no way Tara would hurt somebody like that. You don't believe me? That's unfortunate, for he agreed so easily. He did? Ben, don't be fooled. Huh? Aqua. Hi, Aqua. Tara would never do that. You know that as well as I do. Yeah. Ah, the truth can be most cruel, even amongst the closest of friends. After all, one never knows the secrets of another's heart. I'm sure you'll agree, Ventus. Aqua. The Master sent me. Then, let's go home. But Tara... Tara's not ready to leave yet. Like right now? He's leaving you behind. And by the time you catch up, he'll be a different person. Sorry, Aqua. But I can't go with you. What? It's just... I have to find him before it's too late. Ben! Tara, where are you? Fingestern. Okay, damit aber die Welt abgeschlossen. Wir haben keinen Dimensionslink bekommen, merke ich gerade. Ah. Ich werde noch nicht reingehen, wo auch immer er hingeht. Kollege. Okay, gut. Gut, dann können wir ja den Part hier beenden. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mates. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst doch ein Like, ein Kommentar oder ein Abo, um den Kanal weiter zu helfen. Das würde mich sehr, sehr freuen. In dem Sinne, tschüss und bis zur nächsten Folge. Hoffentlich.